Schönen guten Abend. Ist schon wieder fast eine Woche her. Ja, und der letzte Kings of War Talk, ich weiß gar nicht, ich guck mal schnell. Ich habe ja YouTube zum Glück, wo ich alles auch immer habe. Der letzte Kings of War Talk ist schon einen Monat her. Damals auch. Ja. Ich sehe gerade, ich habe das falsche hier nummeriert bei mir im Durchlauf. Aber ist egal. Jetzt lassen wir es so, wie es ist. Es ist offiziell die 9. Episode heute im Kings of War Talk. Und es geht heute um die Natur. Nachdem wir letztes Mal auch schon sehr naturnah mit dem Trident Realm unterwegs gewesen sind, geht es heute noch tiefer in die Natur hinein. Nämlich zu den Forces of Nature. Guten Forces of Nature aus dem Grundbuch. Wie das Trident Realm vorher natürlich auch schon. Bin gerade mal kurz ein bisschen abgelenkt hier, weil hier natürlich wieder unbedingt was reinpoppen musste, was ich jetzt nicht so ganz toll finde. Aber was soll's. Ihr habt nämlich gerade so ein bisschen Überblick verloren, was wir noch nicht gemacht haben. Und wie es halt so ist, wenn man sowas längere Zeit nicht gemacht hat, ich habe es gefunden hier. Kann ja vielleicht nachher eine Abstimmung noch kommen über das nächste Thema. Ich muss einmal hier nur schnell gucken, dass wir das Trident Realm noch rüber verbuchen. Ja, die Forces of Nature aus dem Grundbuch. War immer so ein bisschen für mich, dass ich gesagt habe, ja, ist eigentlich ganz cool, interessiert mich eigentlich auch. Und da sind wir nun, heute gucken wir sie uns ein wenig genauer an und mal sehen, was ich am Ende davon halte. Ich weiß, da draußen gibt es eine Menge Spieler, die die Forces of Nature auch spielen. Servus Alex, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Es gibt eine Menge Leute, die die Forces of Nature draußen spielen. Der Wraith von Wraith Script hat dann mal ein Video gemacht von seiner Truppe. Ich erinnere mich an sehr viele Baummenschen, die er da hat. Und sieht cool aus, was er da hingemacht hat. Er malt ja generell auch sehr gut, hat coole Zusammenstellungen. Schönen Gruß von daher auch an die Stelle von mir. Und wir wollen heute einfach mal schauen, die Forces of Nature. Ich habe mir auch mehr so ein das Lesezeichen gemacht und wir schlagen es auf. Zuallererst, wie die Natur nun mal ist. Es ist eine neutrale Natur. Natur ist neutral. Es geht ihr tatsächlich in erster Linie um ein gewisses Gleichgewicht zu halten. Ungleichgewicht ist nie gut. Ja, und als Special Upgrade für einige Einheiten haben wir bei den Forces of Nature den Frenzied Otter. Den Frenzied. Ja, so ein bisschen rasenden Otter, Barbaren-Wutotter vielleicht auch, Berserker-Wutotter, also so ein Otter, der ein bisschen durchdreht. Kann ich bei einigen Einheiten dazu kaufen und ich kann ihn einmal in der Schlacht benutzen. Und hier heißt es einfach nur, ich kann bis zu 3 natürliche, unmodifizierte Einsen nochmal wiederholen im Wurf. Wenn ich versuche, Schaden im Nahkampf zu machen. Ganz wichtig, Schaden im Nahkampf. Genau. Forces of Nature, sie haben tatsächlich nur eine Standard-Infanterie-Einheit und das sind die Niat Ensnarers, die hatten wir schon bei dem Trident Realm. Das müssten die Herren sein, weiß gar nicht, waren das die mit den Netzen? Ja, das waren die mit den Netzen, die Netzwerfer. Die haben halt auch Ensnare, Pathfinder und Regeneration 4+. Ich lese Ensnare, ich lese Regeneration 4+ und bin an sich sehr begeistert. Finde ich cool, das sind so 2 Sachen, die ich gerne lese. Kann ich als Troop, Regiment und Horde Nahkampf treffen auf die 4+, Verteidigung ist halt 3+, das ist nicht besonders gut in der Verteidigung, Speed 5, das ist okay. Und sie können den Otter mit dazu nehmen. Ja, und dann kommen wir schon zur Heavy Infantry. Das ist eine Einheit, die uns auch schon begegnet ist, und zwar die Salamander Primes. Die obersten Salamander-Krieger. Auch hier haben wir die Auswahl Troop, Regiment, Horde.
Hort hier 225 Punkte, bei den Ensnarer Stuben 230 Punkte übrigens. Wir haben auch eine Speed von 5, sie haben Nahkampf von 4+, wie die Ensnarers auch, und haben eine Defense von 5+, 2 Punkte besser als die Ensnarers. Dafür haben sie aber in Anführungsstrichen nur Crushing Strength von 1. Sonst nichts. Sie können noch ihre Schilde gegen zweihändige Waffen tauschen. Ja, also das können sie noch. Auch das ist eine Einheit grundsätzlich. Schöne, schwere Infanterie. Ich liebe schwere Infanterie. Ich bin ein großer Fan von schwerer Infanterie. Und dann kommen wir im Endeffekt auch schon zu den Fernkämpfern. Im Infanteriebereich, da haben wir Range Infanterie. Ich frage mich gerade, was die Hunters of the Wild da machen. Das ist noch eine Heavy Infanterie. Okay, die Hunters of the Wild, das sehe ich jetzt erst. Es steht halt an Heavy Infantry ist halt das und ja, es ist egal. Wir machen erst die schwere Infanterie, die Hunters of the Wild. Haben nur Troop und Regiment als Auswahl, treffen auf die 3+, werden auf die 5+. Tja, was soll ich mir unter den Hunters of the Wild vorstellen? Als Troop und Regiment, ich denke mal im Endeffekt, dass es vielleicht sowas wie Dryaden sind, kann ich mir da zum Beispiel vorstellen. Ja, die durch ihre Borkenhaut eine gute Defensive haben und halt durch ihre Äste viele Treffer austeilen können. Ranged Infantry, die einzige Option, die wir hier haben, sind die Niyad Heartpieces, also wieder Niyaden, diese aqua-amphibischen Meeresflussmenschen, die da aus den Tiefen der Gewässer steigen. Im Troop und Regiment und Truppe können wir sie aufstellen. Auch sie haben wieder Regeneration von 4 und sie haben diese Harpungewehre Piercing 1 Steady Aim. Die können dann wieder unseren vielgeliebten Otter für 5 Punkte mit dazu nehmen. Ja, Fernkampf 4+, das ist schon mal wieder richtig schön, wieder besser als die normalen Elfenbogenschützen. Um mal wieder den Finger in die Wunde zu lesen. Ja, Mantic ändert das bitte mal. Treffen im Nahkampf auf die 5 und haben eine Verteidigung von 3, also halten jetzt irgendwie nicht so viel aus. 13, 15 im Nerf, im Regiment ist jetzt auch nicht so die Welt. Das heißt, wenn die selber eine Salve abkriegen, könnte das für die Einheit das eventuell schon gewesen sein. Dann kommen wir zur Kavallerie und hier auf dieser Seite haben wir einfach zwei Zentauren-Einheiten. Die einen haben Kurzbögen, die anderen sind Nahkämpfer. Ja. Bewegen sich beide auf eine 8, die Nahkämpfer treffen auf die 3+ im Nahkampf, die Fernkämpfer auf die 4+, die Nahkämpfer haben eine Verteidigung von 4, die 4+, die Fernkämpfer von 3+, und die Fernkämpfer treffen im Fernkampf auf die 5. Boah, nix Dolles, erstmal in erster Linie. Die Nahkämpfer haben noch Crescent Strength, Pathfinder und Thunderous Charge und können auch den Otter dazu nehmen. Und unsere Fernkämpfer haben Nimble Pathfinder und Thunderous Charge 1, dazu die Kurzbögen und Steady Aim, und natürlich können auch sie unseren vielgeliebtes Beißtier mit dazu in ihre Reihen bringen. Und dann sind wir auch schon drüben bei der Large Infantry. Und ja, was soll ich sagen? Da haben wir die Forest Chamblers als erstes Mal. Auch hier sind das vielleicht etwas größere Dryaden, kleine Baummenschen, die da durch die Gegend chamblen. Und sie sind wirklich Chambling, das heißt, sie können nicht marschieren, sie sind langsam. Sie haben noch Scout, Pathfinder und Crossing Strength, aber immer noch ein Speed von 6. Ja. Das ist schon sehr ordentlich. Treffen auf die 4 haben eine Verteidigung von 5. Kann ich nur als Regiment und Horde nehmen. Ja, und dann kommt hier ein ganzer Sprung von Elementaren. Wir können Feuer, Wasser, Erd- und Luftelementare reinnehmen. Jede mit ihren besonderen Stärken und Schwächen. So sind die Luftelementare relativ schnell mit einer 10. Und treffen auf die 3 und verteidigen mit 4. Die Feuerelementare haben dafür noch Crushing Strength drin, sind dafür mit 6 ein bisschen langsamer, sind aber durchgehend alle Shambling, alle Elementareinheiten. Kann ich als Regiment und als Horde reinstellen, sind Shambling, wäre also gerade, wenn ich schnell mich bewegen möchte, abgesehen jetzt von den Erdelementaren, die so schnell sich bewegen, wie andere Einheiten marschieren, jetzt eher so ein bisschen die langsameren Einheiten. Haben natürlich, wie die Forest Chamblers, allerdings auch nur den hinteren Nerfwert. Das macht sie dann wieder sympathisch. Sie können also nicht wavern. Und das gefällt jemanden wie mir generell ganz gut, wenn etwas nicht wavern kann. Obwohl ich mich mit wavern schon ein bisschen abgefunden habe und auch lernen muss, mich bei meinen kommenden Armeen
an denen ich sitze, vielleicht mal kurz zu zeigen. Ich bin ja so bei Nullen angefangen für meine Horde. Und so nebenher noch ein paar von diesen Ziegenburschen auch für die Horde. Ich werde mich mit Wavern anfreunden müssen, auf kurz oder lang. Swarm sind dann Woodland Critters, sie können fliegen, also was weiß ich, das sind vielleicht so. Ich will jetzt nicht sagen Fledermäuse, aber Eulen, Habichte, Bussarde. Sie können fliegen, sind Nimble, Pathfinder und Vicious in Melee. Und dann kommen wir auch schon rüber zu der großen Kavallerie. Wir haben die Scorchwings. Die meine ich auch schon irgendwo gesehen zu haben, wenn ich mich ganz recht entsinne, waren das diese Flugechsen von den Salamanders. Und wie der Name schon sagt, Wings, sie können fliegen, sind nimble, Pathfinder, haben im Endeffekt einen Thunderous Charge und sie haben Fire Sparks, also eine Fernkampfattacke auf 18 Zoll. Sie haben einen Speed von 10, das macht sie schon sehr, sehr fix. Treffen auf die 3, haben allerdings auch eine Verteidigung von 3 und haben eine Ranged Attack von 4. Also auch wieder hier, Elfen, schämt euch, dass ihr so schlecht schießt. Beziehungsweise Mantic, schämt euch, dass ihr sowas macht. Gibt es im Regiment und in der Horde. In der Horde sind es dann 200 Punkte. Das finde ich ist eigentlich für so eine große Einheit völlig in Ordnung. Da kenne ich es teurer. Ja, gerade jetzt in den letzten Tagen, wo ich mich ein bisschen durch andere Armeelisten durchgewählt habe, muss ich sagen, Large 200 in der Horde finde ich eigentlich ganz cool. Ja. 14, 16 ist jetzt nicht der beste Nerfwert, aber 12 Attacken auch, da kann man wirklich ganz gut mit arbeiten. Und wir haben, wie vom Trident Realm schon bekannt, wieder die Nyad Riders, ein Regiment und Horde, Geschwindigkeit 8, treffen auf die 3, verteidigen auf die 4, Crushing Strength, haben auch eine Regeneration von 4 plus, ist lecker, und auch Pathfinder. Und dann kommen wir zu den Monstern in dieser Liste. Da haben wir erstmal drei Elementare: Greater Air Elemental, Water Elemental und Greater Fire Elemental. Das ist im Endeffekt, was die Elementare hier in Horde machen, also Gro in Groß. Er ist natürlich wieder schnell, ist wieder schneller als die anderen. Trifft auf 3, verteidigt auf 4, haben alle den hinteren Nerfwert von 18. Bei dem Air Elemental können wir noch Windblast 6 und Lightning Bolt 3 dazu kaufen für Punkte. Das Water Elemental hat Crushing Strength 2, Regeneration 5, Shambling und Strider. Genau, Shambling sind sie übrigens alle. Und das Greater Fire Elemental, dem können wir noch, der hat einen Fireball 8, schöne Fernkampfattacke. Crushing Strength 3, Pathfinder, Shambling und Vicious. Ja. Und im Vergleich zum Air Elemental haben Water und Fire Elemental Treffen auf die 4, Verteidigen mit der 5. Das Water ist mit 7 noch einen Zoll schneller als das Fire Elemental mit nur 6. Servus, Phil, grüß dich. Dann haben wir das Beast of Nature, das ist jetzt wieder sehr weit gefasst. So ein Beast of Nature kann irgendwie alles sein. Ich sehe, die meisten Leute nehmen hier zum Beispiel so wie ein Einhorn. Ja. Kann man nehmen. Geschwindigkeit von 7, Nahkampf 3, Verteidigung 5, hat Crushing Strength 2, Pathfinder Vicious und wieder eine Menge Optionen. Wir können ihm noch eine Fernkampfattacke kaufen. Wir können das Wesen mit Flügeln ausstatten und wir können die Attacken von 5 auf 7 noch für Punkte hochziehen. Das ist alles drin. Und zum Schluss bei den Monstern haben wir den Pegasus. Geschwindigkeit 10, trifft auf die 3, verteidigt auf die 4, Fly, Pathfinder, Thunderous Charge 1. Drei Attacken ist jetzt nicht so das, was mich hinterm Herd hervorholt im Vergleich zum Beast of Nature mit 80 Punkten allerdings auch dann um einiges preisgünstiger. Es verteidigt da zwar ein bisschen schlechter, ist aber auch etwas schneller. Vielleicht um schnell Missionsziele zum Ende des Spiels einzunehmen oder ähnliches. Ist das eine schöne Geschichte. Und dann kommen wir zu einer Rubrik, die ich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf immer mehr schätzen lerne. Das sind die Titans, die Titanen. Da haben wir das Greater Earth Elemental. Das ist jetzt ein schönes, großes, noch größeres Wesen als die normalen Monster. Ist auch nochmal um einen Punkt größer. Hat auch nur den hinteren Nerfwert von 19, kostet auch 230 Punkte. 12 Attacken. Trifft auf die 4. Moment. Diese Erkältung. Verteidigt auf die 6 plus.
Gut, ist halt auch Shambling, also langsam müsste man was hinschieben, was Zauberndes, was ein bisschen schieben kann und pushen kann und was dann das ganze Ding ein wenig nach vorne rausschiebt im Endeffekt. Und wir haben eins, da habe ich jetzt sogar mal ein Modell für, allerdings nicht in der Größe, Größe 6 ist jetzt schon ziemlich groß, eine Hydra. Crushing Strength 2, Pathfinder, Regeneration 5 plus und hat hier noch die Sonderfertigkeit Multiple Heads. Im Endeffekt steht hier in Addition in Basis 5 Attacken. Hat die Hydra noch genauso viele Zusatzattacken, wie sie Schaden genommen hat. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich eine Regeneration habe und wenn ich Schadenspunkte rausnehme. Auf der anderen Seite, je mehr Schaden ich kriege, umso mehr teile ich halt auch aus. Das ist wirklich eine richtig coole Einheit. Das gefällt mir und das ist mal wieder so ein bisschen was Besonderes in dieser Armee. So, und dann kommen wir jetzt zu den Helden. Da haben wir zwei verschiedene Druiden. Wir haben mal den Druid, ganz klassischer Spellcaster der Stufe 1, mit jede Menge, ich kann ihn dann auch auf ein Pferd setzen. Er hat von Haus aus den Heal mit 2. Ich kann ihm noch verschiedene Zauber für Punkte geben. Dann haben wir die Gladewalker Druid, den ich auch für meine Herde nehme, das Profil. Auch der hat Heal, aber mit 4, ist halt eben auch schlappe, das lasst mich lügen, 25% in der Grundausrüstung teurer als der normale Druid. Ist halt auch Spellcaster Stufe 2. Auch ihn können wir auf einen Forest Steed setzen. Wir können ihm Fireball geben, Surge. Surge ist halt gut, um die Elementare nach vorne zu schieben, dass sie schneller werden. Hex und Blizzard 2 ist nur also einen von beiden und ich tendiere tatsächlich dazu, also mindestens einen Gladewalker sollte man drin haben, denke ich bei denen. Hier. Allein schon mit dem Surge, das hat der normale Druide aber auch, aber da müsste man halt einfach mal spielen. Und man nimmt zwei Druiden ab 1500 Punkte, kann ich ja auch Duplikate reinnehmen, beziehungsweise ich kann auch einfach zwei verschiedene Druiden reinnehmen. Ich finde Heal 2 halt nicht so, also die 2 im Heal, 2 Würfel, das haut mich nicht auf den Hocker, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich dann mit 4 ist schon eine etwas bessere Basis. Und dann haben wir hier so ein bisschen Dinge in den Heldenauswahlen. Erstmal, ja, das kennt man, das kommt jetzt auch nicht überraschend. Wir haben einen Zentaurenanführer, wir haben einen Salamander-Veteran, wir haben einen Treeherder, also einen wirklichen Baummenschen, so einen Baumbart. Das ist der Herr der Ringe-Geschichte zum Beispiel. Wir haben einen Forest Warden. Der ist jetzt wieder ein bisschen kleiner, aber auch nicht so klein wie normale Mensch. Das könnte vielleicht eine etwas größere, eine Dryade halt eben sein. Wir können ein Einhorn reinnehmen, das auch ein Spellcaster, also auch ein Zauberer im Endeffekt ist. Das kommt sogar mit Heal 5 und einer schönen Speed von 10 um die Ecke. Das heißt, da kann ich schnell, wenn ich gerade mit Heal arbeiten will, schön hin und her schieben. Hat auch noch eine Verteidigung von 5 plus, also kann sich auch ganz gut wehren. Und auch hier können wir noch dem, wir können dem Einhorn auch noch Flügel geben und noch einen Lightning Bolt, Wind Blast und Bastion. Ja. Dann haben wir noch einen Nyadenhelden und einen Nyaden Wurmreiter Centurion. Plus natürlich drei Unique-Helden. Wir haben den Avatar der Grünen Lady. Wir haben Keres und wir haben Saliot. So heißt das gute Wesen. Und in Bildern sieht das mal ganz ein bisschen so aus. Ich halte es mal so ein bisschen rein in die Kamera. Ja, einfach, dass ihr mal so ein bisschen seht, weil ich habe keine Modelle, ich habe auch keine Bilder von Modellen. Hat mir keiner geschickt. Ich habe da nichts. Ich kenne auch jetzt persönlich keinen, der mich bitten könnte, mir eine Forces of Nature, seine Armee abzufotografieren, zu zeigen. Also wir haben hier so ein bisschen die Greater Elementals. Wir haben den Treeherder hier. Wir haben hier die Salamander Prime Primaris. Wir haben die Nyaden Ensnarers, die Zentauren. Das sind, glaube ich, auch alles ha Modelle aus dem Hause Mendig. Und hier unten so ein bisschen Druiden, Gladewalker, Salamander Veteran und den Avatar der Grünen Lady mit so zwei wunderschönen Hunden. So, schreibt gerade die Madame da hinten. Ich hoffe, das stört euch nicht. Meine Frau wird hinflitzen. Einige Modelle findest du. Welche findest du denn nice? Ich frage dich jetzt, ich frage mal so rum, bevor ich jetzt hier irgendwas zu den Modellen sage. Weil ich habe einige davon auch schon in den Händen gehabt. Und werde derweil mal eben hier schon mal schnell was machen. Für gleich. Einfach mal, um das schon mal zu machen.
Ja, was gibt's sozusagen? Erstmal bin ich ein bisschen, jetzt hat man es vielleicht ein bisschen, habe ich es vielleicht ein bisschen falsch aufgezogen. Und die Forces of Nature leiden darunter. In meiner Bewertung, weil sie waren definitiv, bin ich mir ziemlich sicher, vor den anderen wie den Salamandern und der Herde da. Die Elemente, ja, ich finde tatsächlich, also ich finde die Erdelemente, den Erdelementar finde ich cool, die anderen sind so schwierig, finde ich. Also, das ist nicht unbedingt mein Geschmack, aber das ist halt Geschmackssache. Was mir so ein bisschen jetzt hier fehlt, das ist jetzt einfach ein bisschen blöd, weil, wie gesagt, diese Fraktion gab es garantiert eher als Salamanders. Zumindest sind die anderen immer in dem zweiten Band drin, in dem Ergänzungsband. Und, oh, Servus an Gonzo, grüß dich. Und das ist ja hier der Hauptband. Ich finde es tatsächlich ein bisschen, schwer zu sagen. Ich will nicht sagen arm, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, ich finde das ein bisschen einheitenarm. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich einfach das Gefühl habe, irgendwas fehlt mir hier. Mir fehlt so dieses Eigenständige, das Besondere an der ganzen Kiste. Und das hat irgendwie, haben die Forces of Nature nicht. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, die Najaden, Trident Realm, die sind auch hier mit drin. Salamanders, okay, sind im anderen Band, aber das sind die Echsenmenschen. Hunters of the Wild, gut, das kann jetzt alles Mögliche sein. Ist das eine Heavy Infantry? Ja, ist in Ordnung, kann man machen. Ist nun mal ein eigenständiges. Die Zentauren sind eigenständig. Und dann geht es halt hier weiter. So ein Forest Shamblers, okay, das erwarte ich bei den Forces of Nature natürlich auch einfach. Dann haben wir die Elementare, das finde ich ist so ein bisschen. Ja, vier Einheiten, verschiedene Elementare. Und das setzt sich dann hinterher auch hier in den Monstern und in den Titanen so ein bisschen fort. Ich finde es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen einfallslos. Das ist so, ich glaube, einfallslos trifft es am allerersten. Und während ich jetzt einfach mal hier eine Polling starte für euch, ja, wird jetzt bei euch eingeblendet. Ich bitte einfach mal um Abstimmung. Ich werde gleich auch selber dazu noch abstimmen, aber es wäre schön, wenn ihr da einfach eure Stimme mal zu abgibt, dass ich dann zum Ende des Streams einfach mal sagen kann, okay, alles klar, das wird der nächste Kings of War Talk. Also generell, ich finde, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen fleischlos, finde ich das. Also tatsächlich ist es so, bevor ich mich, das setzt sich hier hinten auch sofort, ja, der Pegasus ist eine coole Einheit, Beast of Nature finde ich cool, da kann ich auch viel mitmachen, weil das kann alles Mögliche sein. Generell finde ich es halt schon ein bisschen, bisschen wenig, wie gesagt, ein bisschen einfallslos und ja, dann haben wir hier wieder noch mehr Elementare, nur in groß. Gut, bei den Helden ist es auch so ein bunter Mix aus allem, was da vorne so kreucht und fleucht. Natürlich, wenn ich Najaden Nahkämpfer und Fernkämpfer habe, dann habe ich vielleicht auch Najaden Anführer dazwischen. Bei den Salamanders ist es genauso, bei den Zentauren halt auch. Ja, ich habe doch das Unicorn. Das ist schön, das ist ein schöner, das ist ein besserer Zauberer. Ich finde den Gladewalker Druid schon eigentlich ziemlich cool. Das ist auch so ein Ding. Tree Herder gehört irgendwie da rein, ja. Tatsächlich die coolste Einheit, die mich am meisten reizt, ist tatsächlich die Hydra. Die Hydra finde ich klasse. Diese Idee, je mehr Schaden dieses Monster gefressen hat, umso heftiger wird, kämpft, schlägt es zurück mit seinen Attacken. Und je mehr ich mich wieder und dieses Monster durch Regeneration heile, umso weniger Attacken kriege ich wieder. Das ist schon eine Sache, das finde ich einfach, das ist cool. Die Einheit, die finde ich wirklich gut. Das ist so die Einheit, die für mich hier am meisten raussticht, weil es halt mal was anderes ist. Der Rest ist so ein bisschen, ja, das ganze nochmal, das ganze Elementare. Ich finde, da hätte jetzt in der Nature
hätte mir jetzt Erde und Luft hätte mir vollkommen gereicht. Feuer brauchte ich nicht. Die sind auch bei den Salamanders wieder drin. Feuer und Natur, Forces of Nature, Wald. Ich habe hier Tree Wardens auf der einen Seite, also die Baummenschen, habe ich hier eine laufende Fackel. Also von der Logik her weiß ich nicht, ob man als Baummensch so glücklich ist, wenn man auf einmal neben so einem titanischen Feuerelementar da durch die Gegend stapft. Ähnlich ist es mit Wasser. Natürlich ist Wasser ein Teil der Natur. Und das Wasser haben wir halt auch bei den Nijaden halt eben drin. Oder halt auch, ich meine, bei der einen Facette der Brotherhood halt eben dann später auch nochmal drin. Die bräuchte ich jetzt nicht unbedingt hier. Natürlich immer wieder, ich glaube, dass das eine der ersten Fraktionen waren, die es jemals gab. Ich weiß auch, dass das eine Menge Leute spielen. Und ich will auch nicht sagen, dass die Armee schlecht ist. Das glaube ich nämlich auch nicht, dass die Armee schlecht ist. Es ist nur für mich, und da seht ihr auch hier oben, wie es durchläuft. Jetzt sind wir nämlich gerade hier. Werde ich in 28 mm was machen? Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0%, in 15 auch und in 10. Ach, sieh meine an. Macht mich nicht an. Die Hydra wird das Einzige, vielleicht in 10 mm nochmal was zu machen. Weil in 28 mm sehe ich es einfach auch nicht. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil, mal ganz abgesehen davon von den Modellen, ich habe ja schon mal gesagt, ich mag die Nijaden-Modelle nicht. Optisch gefallen mir die nicht. Diese Zentauren habe ich besessen, die habe ich ganz schnell wieder weggetan und weggetauscht. Aus dem einfachen Grund, die waren fürchterlich im Guss und im Zusammenbauen. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Diese Erdelementare werde ich mir wahrscheinlich nochmal holen für meine Herde. Nicht, weil ich sie so toll finde, sondern einfach, weil ich für die Herde nochmal ein bisschen was brauche, was auch mal so zwei, drei Runden Beschuss einfach aushalten kann. Ja. Und auch hier unten diesen Glade Walker Druid, ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist eben ein Bockenmensch. Ja. Es gibt Leute, die mögen das. Aber auch mal ganz davon ab. Sie sind nichts im Vergleich zu den Elfen von Mantic Games, was in meinen Augen die Hässlichkeit sieht. Aber wie gesagt, es ist auch Geschmackssache. Ich glaube auch, dass die Armee gut ist. Da bin ich hundertprozentig überzeugt davon. Mich macht's nicht an. Leider Gottes. Ich würde gern sagen, jo, ich brenne drauf. Ich habe das oft schon mal gehabt, wenn ich mich mit so einer Armee dann hier beschäftigt habe, für euch im Vorfeld, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, boah, geil. Ja, so die Orks. Orks waren für mich eigentlich nie auf dem Tisch. Ich habe dann echt gesagt, boah, geil. Hast Bock. Und seitdem habe ich auch Bock, Orks zu machen. Ich warte nur auf die passenden Modelle. Ich werde, ich denke, in 10 mm was machen. 15 sind es angedacht und vielleicht auch nochmal in 28 mm. Da bin ich gerade so ein bisschen tempted von diesen paar Orks, die ich jetzt mal bei GW gesehen habe, von den neuen, die so ein bisschen schlanker sind und drahtiger wirken. Finde ich richtig cool. Und auf der anderen Seite warte ich da auch auf die von Fireforge. Weil die haben mir auch gut gefallen, was ich davon gesehen habe. Und hier ist es halt so, ja, wenn ich Salamanders spielen will, dann spiele ich Salamanders. Wenn ich Nijaden drin haben will, dann spiele ich Trident Realm. So, ich hätte hier vielleicht sowas wie zum Beispiel nochmal Faune, also erwartet. Ja, natürlich, ich kann die Herde ist eine Themenarmee von den Forces of Nature, das heißt, ich kann die ja zusammenmischen. Das kann ich tun. Da sehe ich aber tatsächlich bis zum Beispiel auf die Hydra und die Zentauren, die ich auch reinnehme noch in meine Herde, ja, Hunters of the Wild kann man überlegen, sehe ich jetzt auch sonst keine großen Gründe. Die Elementare, ja, die kann ich reinnehmen, müsste ich reinnehmen aus spieltechnischen Gründen, möchte ich eigentlich nicht reinnehmen, weil die auch einfach so unglaublich langsam sind. Die Hydra wäre nochmal so ein Ding, vielleicht knall ich die in meine Herde einfach mal rein. Ja. Und ansonsten, ja, Glade Walker Druid ist klar. Wer mich kennt, weiß, ich mag es, wenn da Druiden und sowas drin rumlaufen. Ich brauche so ein bisschen was, was das Ganze so ein bisschen anschiebt. Mal schauen. Also, vielleicht ändere ich immer noch meine Meinung. Man soll ja niemals nie sagen. Aber zurzeit ist es dann doch eher so, dass ich wirklich da sage. Forces of Nature. Ich hatte Bock, bis ich die Liste gesehen habe. Und muss sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und nochmal, wie gesagt, das ist meine Meinung, ohne die Armee jemals gespielt zu haben, ohne jemals gegen die Armee gespielt zu haben. Ich glaube tatsächlich, dass es eine relativ coole Armee ist. Nur halt nicht meins.
Ja, genau, Alex. Also die Hydra finde ich auch, die finde ich cool. Das ist so ein Ding, ich finde, das ist einfach ein cooles Teil. Ja. Vor allen Dingen, da weiß man auch nicht so genau. Ich meine, gut, sie hat 16, 18, sie kostet 150 Punkte, Höhe 6. Das heißt, alles, was da irgendwie draufpflastern kann, wird wahrscheinlich draufpflastern auf die Hydra. Und da weiß man nie so genau, soll ich mich jetzt freuen, weil ich habe mehr Attacken, oder soll ich jetzt sagen, Mist, bald ist er vielleicht kaputt. Und Regeneration 5 ist jetzt auch nicht schlecht. Also, und wenn ich da dann vielleicht noch einen Druiden hinterstelle mit Heal und auch noch mal so ein, zwei Runden immer wieder ein bisschen was runternehme von den Schadenspunkten, klar, dann wird mein Angriff wieder ein bisschen schlechter, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass man, wenn man mit der Hydra ins Gefecht geht, die hat einen Speed von 6, also marschiert mit 12, ich glaube schon, dass man nicht mit nur 5 Attacken angreifen wird, bis man bei den ersten Gegnern dran ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich glaube schon, dass man da bestimmt bis dahin so 7, 8, 9, 10 Attacken auf jeden Fall hat und trifft auf die 4 Plus. Ich denke, die macht schon ganz gut Aua, wenn es dann soweit ist. Und so soll es ja im Endeffekt auch sein. Ja. Ja, das sind jetzt so hier die Forces of Nature gewesen. Das ist so mein absolut subjektiver Eindruck. Ich bin gespannt, ob ich irgendwann mal gegen eine solche Armee spiele und ob ich danach vielleicht sage, boah, die hat mir so den Popo aufgerissen, ich brauche so eine Armee vielleicht auch nochmal. Es ist halt so, wie es ist. Also wer, sag ich mal, auf Elementare steht, wer gerne so einen richtig bunten Mix hat, obwohl ich bei bunten Mix tatsächlich die Menschen immer noch vorziehen würde, aber der so ein bisschen bunten Mix mit so richtig hoch High-Fantasy-Figuren vielleicht auch gerne haben möchte, und ich finde, Nihan gehen schon dahin mit so Harpunengewehren. Der, denke ich, kann sich die Forces angucken. Wer jetzt gerne irgendwelche viele Dryaden noch zu Hause liegen hat und Waldbaumenschen und so, der ist damit auch bestimmt nicht verkehrt aufgestellt. Und punktetechnisch, wie gesagt, gerade die Large Infantry, so eine Horde, 220 Punkte, 200 Punkte, ja, da hat man schnell seine 1500 Punkte auch zusammen, wenn man das haben möchte. Und selbst die Ensnarer und so, ich sag mal, da macht eine Horde natürlich auch einfach Sinn mit der Defense von 3. Das heißt, ich stecke eine Menge ein, auch wenn ich eine Regeneration von 4 sogar habe, ich muss trotzdem einstecken. Und 20, 22, das ist also auch immer eine ganz gute Bank, mit der ich arbeiten kann. So. Genau. So, und wenn jetzt alle soweit abgestimmt haben sollten, ich weiß nicht, ich werde die Poll jetzt hier nochmal bei mir im Hintergrund nochmal öffnen. Und werde dann gleich einfach runterzählen. Und dann gucken wir einfach mal, wenn es dann soweit ist, was wir so als nächstes auf dem Zettel haben werden. Wie gesagt, der 10., ab den 10.7. beginnt die Sommerkampagne hier bei mir. Dann könnt ihr Spiele reporten. Tut das bitte reichlich und fleißig. Ich freue mich über jeden Report. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch. Bin ich sogar mit diesem Kanal in die Welt des Merchandisings vorgedrungen. Das heißt, ich habe so ein bisschen Kleinigkeit besorgt nochmal. Für die 6 Gewinner gibt es dann noch so ein Goodie oben drauf hinterher. Für die 6 Gewinner, also ich habe ja gesagt, die beste Fraktion, gut, böse, neutral. Unter den Spielern lose ich 3 kleine Preise aus. Dazu gibt es dann nochmal so ein Sonderding. Das halte ich dann, wenn ich es dann da habe, auch mal in die Kamera. Ich werde halt eben für den fleißigsten Spieler noch, habe ich noch was, und dann für die beiden Sonderpreise auch noch mal was Kleines. Das ist alles das Gleiche, nur dass ihr es mal gehört habt. Und dann geht's los bis zum einschließlich den 31.8. Spielt, 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 reportet, reportet, reportet. Ich freue mich, Alex. Vielleicht klappt es ja in der Zeit, dass wir mal einen Christoph treffen, ja, zum Zocken. Wäre nicht schlecht. Mit dem Christoph bin ich auch verabredet am Wochenende jetzt mal, um eine Runde mal die Regeln aufzufrischen und zu spielen. Der hat seine Brock Riders in so einer Nacht- und Nebelaktion für die Zwerge jetzt noch bemalt, weil er die unbedingt mal ausprobieren will. Er hat geflucht bei den Brock Ridern, wie nichts Gutes, was den Zusammenbau wie auch das Bemalen angeht. Ich habe eine Liste hier, ich bin mit der noch nicht so zufrieden. Nicht wegen Gewinnpotenzial, sondern weil ich eigentlich noch ein paar Sachen mal probieren wollte und irgendwie sieht die Liste nicht so aus, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich habe ja noch einen Tag Zeit. Vielleicht bleibt es so, vielleicht mache ich auch mal eine ganz neue Liste. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal die Abstimmung der Poll an, und als nächste Fraktion kriegen wir dann, und werde ich mich einarbeiten in, wenn ich das jetzt richtig sehe, und das wird mir natürlich nicht richtig angezeigt, aber wenn ich das richtig sehe, dürfte das die wunderbare und
von mir immer noch nie wirklich mal in Deutschland irgendwo gesehene Fraktion von Basilea sein. Stimmt das? Sehe ich das richtig? Mir lädt gerade der Bildschirm nochmal neu. Aber ich meine, es ist Basilea. Ist auch eine Fraktion hier aus dem Grundbuch. Ist das übermäßig gute? Schauen wir mal. Ja, es ist Basilea. 50% der Stimmen haben für Basilea gestimmt. Das sind dann hier diese Herrschaften. Ich gebe schon mal einen kurzen Ausblick. Lange Armeeliste. Das sind die hier. Und ja. Ich kenne niemanden, der sie spielt. Was tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen an den hausinternen eigenen Modellen von Mendic wieder liegt. Die sind teilweise, finde ich, von den Posen und Ähnlichem wieder nicht besonders gut gelungen. Da kommen wir dann aber zu. Vielleicht juckt es mich irgendwann, ich werde mit Alternativmodellen vielleicht was für Basilea machen. Vielleicht so Fireforge-Modelle, da habe ich noch haufenweise von. Mal gucken. Aber Basilea, ja. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich kenne niemanden, der sie spielt. Ich habe nie jemanden in Deutschland eine Armee zeigen sehen von Basilea. Ja, wir schauen einfach mal, was dieses Volk für uns bereithält. Ich bin gespannt. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Habe mich da immer sehr zurückgehalten mit denen. Sind für mich, ohne es sie gelesen haben, so ein bisschen religiöse Fanatiker. Gucken wir mal, was dann hier auf uns zukommt. So, und damit werde ich mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt noch ein bisschen an den Community-Rittern weitermachen, an den nächsten beiden. Ich habe da die Basen fast fertig. Das wird dann hier der, ich muss noch ein bisschen begrünen. Das wird der Sir Quentin von der Quast, vom Christian. Ja. Und hier wird dann später vom Christoph Freiherr Stark vom Hellmann drauf thronen. Ein bisschen Grünzeug kommt mal drauf. Dann sind die Basen soweit fertig. Dann fange ich mit erstmal dem wahrscheinlich der Quentin an, mit dem Pferd und den Ritter. Und dann kommt dann irgendwann das für den Christoph. Und dann schauen wir weiter. Gut, so, das war's von mir. Euch einen schönen Abend. Denkt dran, 10.07. startet die Sommerkampagne. Ich werde dann, vielleicht schaffe ich vorher noch einen Kings of War Talk, muss ich mal gucken. Wenn nicht, werde ich am 10.07. in irgendeiner Form einen kleinen Stream reinwerfen und sagen, jetzt geht's los. Ab dem 10.07. könnt ihr mir, wie gesagt, übers Mail, über den Stream, den ich dann reingeworfen habe, Discord etc., eure Spiele reporten. Ich freue mich drauf. Macht's gut.